Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Graph. Da sind wir auch schon wieder. Es ist mittlerweile Nacht. Ich habe mir hier noch einen Uplink hingestellt gehabt, denn ich musste mich nochmal kurz ausloggen in der Zwischenzeit, dass ich auch wirklich wieder hier spawne. So, den haben wir jetzt da, ja, mehr oder weniger umsonst, aber immerhin bin ich noch hier, wo ich sein wollte. Und wir bewegen uns einfach mal weiter der Küste entlang. Und schau mal, was uns hier noch für tolle Gebiete erwarten. Oh, guck mal, da hinten, da sehe ich was. Also, wenn es da hinten auch noch komplett lang geht, dann ist das schon eine ziemlich große Welt hier, muss ich sagen. Hammergeil. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt rüber, ne? Weil ins Wasser dürfen wir ja nicht. Das ist jetzt eine gute Frage. Aber ich werde mich da auf jeden Fall hinbewegen. Uiuiui, was geht denn hier ab? Okay, da werden wir doch mal reinballern. Wow. Haha. Ja, da haben wir in die Menge ein bisschen Trouble gebracht, ne? Aber besser die als wir, würde ich sagen. Kriegen wir eigentlich Fallschaden? Sollen wir das mal testen? Oh ja, scheiße, wir kriegen Fallschaden. Oh no. God damn it. Alright, aber wir bewegen uns weiter fort. Noch haben wir uns nicht die Haxen oder so gebrochen. Das war nicht so tragisch. Was ist denn hier los überall? Hier, wow. Krass, Leute. Seht ihr das? Das Vieh sieht ja mal geil aus. Das sieht mir nach wieder so einem Bugdog aus. Snarflocks the Growler. Ach du heiliges Kanonenrohr. Also ich weiß nicht, ob wir gegen den eine Chance haben. Aber mich juckt's extrem in den Fingern. Und deswegen werde ich mir den holen. Ich muss nur aufpassen, weil ich befürchte, dass der extremen Schaden an mir ziehen könnte. Oh Gott. Bitte nur nicht treffen. Nur nicht treffen. Okay, der scheint auch schon wieder deutlich mehr auszuhalten als die anderen Viecher hier. Obwohl er Level 5 nur ist. Na, triff ihn. Okay. Was zum Geier hält der aus, der Typ? Oh. Da bin ich mal gespannt, was wir für den an EP bekommen, hä? Alter Schwede, was ist das für ein Übertier? Wow! Blueprint Beacon, Blueprint Generator. Geil. Leute, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Oh, was ist hier? Wow, ein Level 7er und die. Oh, wow. Ein Level 7er Combusting Medium Bug Dog. Der. Oh mein Gott, wir müssen hier irgendwie. Müssen wir mir. Wir helfen mal dem Schleim. Und wenn wir das schaffen, dann hauen wir danach den Schleim kaputt. Yeah, 208 EP, alter Schwede, ey. Aber der Schleim, der dürfte hier auch nicht ganz ohne sein. Das Gebiet gefällt mir hier, Leute. Die Viecher halten zwar extrem viel aus, aber wir bekommen hier schön EP dafür. Ich glaube, wenn wir hier einen Dungeon finden. Oh, weg hier. Wenn wir hier einen Dungeon. Oh mein Gott, was war das denn? Wenn wir hier einen Dungeon finden, dann sollten wir uns hier irgendwo in der Nähe niederlassen. Um dann ein bisschen farmen zu können immer.
Heilige, stirbt der auch mal? Yeah, wieder Blueprints. Combat Pistol and Fire und Ammo Pistol. Wow! Das heißt, wir könnten vielleicht eine neue Pistole herstellen, Leute. Oh Mann, das lohnt sich hier sowas von, die großen Viecher zu töten. Hier ist wieder so ein dicker Combusting Medium Bugdog. Ja, diese Medium-Viecher, die sind stärker. Wollen wir den auch noch weghauen? Komm. Den nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir mal, dass wir uns weiter bewegen. Aber diese Medium-Viecher hier. Oder dieser Snarflox, der Growler, Gedönsbums, keine Ahnung, wie die alle heißen. Die scheinen immer recht gut zu droppen. Und was wir ja unbedingt brauchen, sind diese Blueprints, dass wir uns überhaupt mal das ganze bessere Zeugs bauen können, ne? Und wenn ich mich da jetzt gerade mit nicht getäuscht habe, mit dem, was ich da gelesen habe, dann können wir jetzt eine neue Pistole herstellen. Storage Bin. Oh, nice. Leute, das Gebiet hier ist richtig fett. Noch einer. Da kann ich doch fast nicht dran vorbeilaufen. Warum rennt der weg von mir? Hallo? Hallo? Also ich meine, die Viecher, die sind ja hier jetzt nicht gerade dramatisch schwer zu töten. Dementsprechend komme ich fast nicht drum rum, die immer mitzunehmen hier. Zumal die echt gut droppen, ne? Und wir da sehr gute Chancen auf neue Items dann bekommen. Okay, der hat diesmal kein Blueprint gedroppt. Aber das ist dann auch nicht so tragisch. Ui, sliden wir wieder über den Berg drüber. Ich finde das hier saumäßig cool, wirklich, Leute. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Oh. Da hinten höre ich schon wieder so ein Daykiller-Gedöns. Oh, brutish. Oh mein Gott, Level 10. Na, 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 na. Mit dem werde ich mich jetzt nicht anlegen. Denn, oh. Okay, brutish. Wir sind hier in einem Level 10 bis 11er Gebiet. Das ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es uns hier so gut ergehen wird. Wobei wir so Schleimviecher schon kaputt kriegen könnten, ne? Sollen wir das mal testen? Ach du heilige Scheiße. Habt ihr gesehen, was der mir Schaden gezogen hat? Okay, bei dem muss ich wohl. Wow, 300 XP, Leute. Das hat meinen Balken ein wenig nach vorne gejagt. Nice. Richtig, richtig nice. Das Problem ist, in dem Gebiet hier gibt es keine Bäume. Das ist mir aber auch jetzt erstmal aufgefallen, ne? Wo ich gerade mal ans Craften denke, ans Bauen von Gebäuden, wo wir wahrscheinlich viel Holz brauchen werden. Denke ich zumindest. Wow, guck mal da drüben. Das ist mir eine scheinbar unendlich weite Welt hier. Das ist einfach saugeil. Ich werde mir jetzt zwischenzeitlich hier mal kurz, Leute, denn ich bin einfach geil auf diese neue Pistole. Hier, Combat Pistol. And Fire. Was auch immer das And Fire bedeutet. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Hier, genau. Ich wollte mir mal schnell eine Armory hier hinsetzen. Ja, ein bisschen Fossilien und Wut haben wir ja dazu. Das ist jetzt nicht so tragisch. Um mal zu gucken, können wir uns diese Pistole basteln? Nein, können wir nicht. Wir brauchen Nightkiller Ribcage. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott, was brauchen wir denn dafür alles? Oh mein Gott. Scheiße. Diesen Mark 3 können wir auch nicht basteln. Oh no, Leute. Das ist doch Kacke.
Dann haben wir das Ding umsonst hier hingesetzt. Ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ein bisschen ärgerlich. Hier können wir eine Storage. Stores Resources. Store Resources, okay. Das heißt, diese Storage Bin ist tatsächlich so eine Kiste, wo wir unser Zeug reinpacken können. Das ist richtig, richtig gut. Problem an der Sache ist, andere Spieler können das Ding wahrscheinlich zerstören, ne? Gehe ich mal davon aus. Eieieiei. Okay, Leute, wir wissen auf jeden Fall, wir brauchen eine Menge Stuff, um diese neue Pistole herzustellen. Wo wir das herbekommen? Ich habe keine Ahnung. Aber dieses eine Item schien mir auf jeden Fall ein Special-Item zu sein, das wir nur von diesen Night-Killern bekommen. Oder Day-Killer, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Das heißt, wir müssen farmen gehen. Wir müssen farmen, looten, farmen, looten. Oh, scheiße. Alter, machen die mir Schaden. Wow, aber die geben wirklich sehr, sehr gut EP, muss ich sagen. Oh, ein Sparking Medium Bugdog. Was war das meins? Oh, das ist ein Uplink von jemand anderem. Wisst ihr was? Da linken wir uns mal mit. Dass wir hier auch wieder spawnen, falls wir verrecken. Und jetzt schnappen wir uns mal diesen Medium Bugdog hier noch. Hallo, nicht wegrennen. Hallo, stopp, stopp, stopp. No! Hau dir, hallo, Spritze, Spritze. Nein, ich habe keine Spritze mehr. Oh. Oh, Leute, ich bin schier am Arsch. Jetzt rennt er da runter, Mensch. Oh, fuck, oh, shit. Scheiße, kommen wir da auch wieder hoch? Oh no, hat er uns in eine Falle gelockt, die Sau? Oh no, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wisst ihr, was das größte Problem an der Geschichte hier ist? Wir kommen auch hier nicht mehr runter, um unseren Rucksack zu holen. Nein, nicht ins Wasser sliden, nicht ins Wasser sliden. Nein! Oh mein Gott! No! Alter, dieses blöde Vieh. Kommen wir nicht hier irgendwie? Können wir nicht hier irgendwie wieder hochglitschen? Oh nein, ich will nicht wieder ins Wasser sliden. Nein, 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 nein. Oh. Oh, no, Leute, was tun wir jetzt? Scheiße. Ich habe keine Health Sims. Ist das Kacke, ey? Ja, was tun? Shit. Ich habe so wenig Leben. Ich weiß nicht, ob ich um diesen Felsen hier rumkomme. Wir müssen ein bisschen warten, glaube ich. Oh, nee, nee. Dieses dämliche, blöde Vieh. Als hätte das Vieh das gewusst, dass wenn wir hier runtergehen, nicht mehr hochkommen. Meine Güte. Das ist echt fies, Leute. Wisst ihr das? Das ist richtig fies. Jetzt muss ich hier versuchen, so schnell wie möglich um dieses scheiß Ding darum zu kommen. Hab ich eigentlich. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Moment. Ich wollte gerade mal noch schauen, ob wir vielleicht so ein Speed. Ah, nee, wir haben auch kein Speed-Stim. Heieiei, Leute, was tun? Sollen wir's. Komm, wir müssen es riskieren. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Komm, beeil dich, mein Freund, beeil dich, beeil dich. Oh, tut das weh. Nein! Nein! Ist das Kacke? Ah, wie gut, dass wir an dem Uplink hier uns gebunden haben. Fuck! Ist das fies. Okay, wir müssen jetzt ganz vorsichtig schauen, wo wir verreckt sind. Hier, genau, nach diesem Felsen sind wir verreckt. Das heißt, da hinten könnten wir aber wieder hoch. Entsprechend sollten wir hier runtergehen und unseren Inventar wieder looten und dann da hinten
wieder hochkraxeln irgendwo. Ist das gemein. Ja, Gott sei Dank, da liegt's noch. Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mir da flöten ging. Aber ich glaube nichts oder nicht viel zumindest. Naja, okay. War jetzt also nicht so dramatisch, aber ärgerlich. Dennoch ärgerlich. Hat uns dieses blöde Vieh tatsächlich in unser Verderben getrieben? Da hätte ich nicht mit gerechnet, Leute, ganz ehrlich. So, und hier müssten wir doch wieder hochkommen, oder? Zumindest hier. Hallo, hallo. Komm schon, bitte. Ich muss doch hier irgendwo wieder hochkommen. Ja, hier. Ah. Sehr schön. Wir sind wieder draußen. Wir begeben uns hier, also ich weiß, Leute, das ist ein bisschen langweilig hier, wenn wir hier so auf Wanderschaft sind, aber hier mitten in dieser Steinwelt uns eine Base zu errichten, halte ich für recht blödsinnig, denn ja, Bäume, also ich meine, hier gibt es viele, viele Fossilien, aber so gut wie keine Bäume. Das ist ein bisschen blöd, denn wir brauchen sehr viel Holz. Deswegen würde ich sagen, wir bewegen uns noch ein wenig weiter. Oh, Moment, da habe ich was gesehen. Da war doch so ein Day- oder Nightkiller oder sowas. Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, was für ein Level die haben. Ach nee, das ist ein Tech Hunter, scheiße. Ich weiß natürlich nicht, was für ein Level diese Day- oder Nightkiller haben müssen. Um dieses Zeug. Wow! Um dieses Zeug zu droppen, ne? Das ist halt das Problem an der Sache. Dieses kranke Vieh hier. Ich hab dem doch gar nichts getan. Also ich weiß nicht, ob wir da drüben irgendwie mal hinkommen. Ich will aber hier mal. Auch wenn es mir hier noch so gut gefällt. Oh, diesen Schleim nehmen wir gerade noch mit. Okay, hier scheint es wohl Ende zu sein. Oh, Combusting Charus, the Gobbler. Mal gucken, was der kann. Na gut, aber der ist erst Level 4. Der sollte nicht so dramatisch sein. Wobei diese großen Viecher schon geil sind, ne? Also wenn man looten will, dann eigentlich nur bei den großen. Auch wenn sie viel aushalten, scheißegal. Oh no. Stirb! Heilige Scheiße, was hält der aus? Wow. Ein Blueprint. Ein Wood Helmet? Ach nee. Das ist doch. Nah. Das ist. Wobei, nee, das ist ja der Rotted Wood Helmet. Okay, das heißt, wir können jetzt vielleicht einen besseren Helm herstellen. Zwar auch aus Holz, aber einen besseren. Oh, hier gibt's wieder Bäume. Hallo Baum. Hallo Baum. Ist zwar nur ein Baum, aber egal. Das heißt, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg hier. Hallo? Macht das dem Typen Schaden? Oder verjagt es ihn wenigstens? Ich weiß es nicht. Okay. Wir kommen wieder in grünes Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir dieses Planetchen hier bald umrundet haben. Ich habe keine Ahnung. Aber hier denke ich mal, werde ich bald irgendwo mein Lager aufschlagen. Wahrscheinlich werden wir das in der nächsten Folge sogar schon tun. Ich warte nur noch, ich laufe nur noch ein bisschen weiter, um vielleicht mal in ein Gebiet zu kommen, wo ein paar mehr Bäumchen stehen. Dann sind wir nicht allzu weit von dem Stein, von dem Felsplateau entfernt, wo wir viel Fossilien bekommen. Und wir haben Bäume in der Nähe. Oh, schade, hier ist wieder so ein Artefakt. Das würde ich so gern mal öffnen. Frozen Chlorix the whatever, the Snarler. Komm, dich nehmen wir noch mit. Zu guter Letzt das letzte Bossvieh für diese Folge.
Und dann schauen wir wirklich mal in der nächsten Folge, wo wir uns da häuslich niederlassen können. Aua. Oh, der explodiert schon wieder. Na komm schon. Yeah, baby. Blueprint Wood Chest. Yeah. Geil. Geil, geil, geil. Okay, ich will unbedingt jetzt in der nächsten Folge mir hier irgendwo eine Base errichten. Jetzt wird's Nacht. Wir gehen schlafen, Leute. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.